Bevor das Video beginnt, die Menschen, die mich jetzt schon seit Jahren verfolgen auf YouTube, bald sind es ja sogar 11 Jahre schon im Dezember, wissen, was für einen langen, harten, steinigen Weg ich hinter mir habe. Und ich denke, vor allem diese Leute gönnen mir so eine schöne Wohnung, Freunde. Ich bin dafür sehr, sehr dankbar und ich möchte mich auch bei ganzem Herzen bei euch allen da draußen bedanken, Freunde, dass wir es gemeinsam aus diesem tiefen Loch geschafft haben. Und ich hoffe noch auf viele geile weitere YouTube-Jahre mit euch und jetzt genießt die Roomtour. Sid? Ach, du bist auch mal wieder zu Besuch. Ja, komm hinein, hineinspaziert. Doch, Digga, der war ja voll. Komm, nochmal. Ja, besser. War der drauf? Ja. Bester Kameramann. Also, Leute, hier im Pre-Intro habt ihr es ja gerade eben schon gesehen. Kannst du schon mal einen kleinen Sneak Peek zeigen? Einen riesen langen Flur am Start, der ist über 10 Meter lang. Und der beginnt hier mit diesem wunderschönen Messi-WM-Bild. Ich hoffe, die Farben kommen auch rüber auf der Kamera, Freunde. Das hat mir der Falco gezeichnet und ansonsten haben wir hier halt noch so eine Ablage für ein paar Umhängetaschen. Hauptsächlich halt mal wieder Elevate, Freunde. Schuhe liegen hier, hier noch eine Jacke von Willi. Und da oben ist zum Beispiel auch noch so ein kleines Bild. Eigentlich kann ich das Video nicht Wohnungstour nennen, sondern Messi-Museum. Ich kann euch so einen Counter einblenden, wie oft man ihn sieht. Messi. Ansonsten, ja, hier nach so eine künstliche Orchidee oben. Das ist der erste Raum, Leute. Für die Gäste ist sehr, sehr praktisch, Freunde. Für die Leute, die es auch interessiert. Die Wohnung hat 118 Quadratmeter und 4 Zimmer. Ein Gästezimmer war mir noch sehr wichtig, wenn Freunde oder meine Mama zu Besuch sind, damit die einfach einen abgeschlossenen Raum auch für sich haben. Und ja, hier ist dann auch eine Dusche für die. Ist auch sehr, sehr geräumig. Feiere ich auf jeden Fall. Hier ist auch noch so eine Einkerbung in der Wand, kann man so Shampoo und so ablegen. Das war auch ganz praktisch, Freunde. Diese ganzen Schränke und auch der Spiegel sind ja alles Maßanfertigungen. Die waren alle schon drin in der Wohnung. Da musste ich mich nicht drum kümmern. Und ja, hier halt noch Toilette, ne? Ganz entspannt. Hier ist der alte YouTube-Play-Button. Ist ja eigentlich jetzt schon fast Vintage. Von Dezember 2016, da habe ich die erreicht. Vielleicht schaffen wir ja sogar eines Tages noch die 2 Millionen Freunde. Könnt ihr mal gerne ein kostenloses Abo dalassen. Und ja, dann gehen wir hier weiter. Oh, ich kriege so viele Nachrichten immer, von wo diese ganzen Bilderrahmen sind, Leute. Ich hatte schon so viele verschiedene in den letzten Jahren. Und immer mit denen aus dem Internet war ich nicht zufrieden, bis ich dann so einen Typen kennengelernt habe, der die so selber in seiner Werkstatt zusammenbaut bei einer Convention. Und die sind halt, warte mal, das kann ich mal vorsichtig aufmachen. Jetzt. Man kann die nämlich wie so ein Fenster so aufschrauben und dann hast du hier so eine schwarze Samtfläche. Das macht es halt alles viel edler. Eigentlich voll simpel, aber dadurch viel geiler und kannst halt dann auch so austauschen. Die Wohnung, Freunde, wollte ich, ich wohne jetzt schon seit einem Jahr hier in München, wollte ich eigentlich nur besichtigen, als ich auf den Bildern diesen wunderschönen Holzboden gesehen habe. Und ich finde, das macht halt irgendwie 80% aus. Ich feiere den richtig hart. So, dann haben wir Messi Numero 3 und streng genommen auch 4. Ja. Weil hier ist ein Bild auch von uns, wo wir die Stadiontour gemacht haben. Das ist mein erstes Messi-Trikot mit Unterschrift, ist sogar mit Zertifikat. Aber Leute, ich weiß nicht, ich traue dem nicht so ganz, weil ich habe diese Seite irgendwie nie gefunden. Und deswegen, ja, war ich mir erst sicher, bevor ich dann das Trikot von ihm bekommen habe, was er dann vor meinen Augen unterschrieben hat, für Anton in Liebe Leo. Dann haben wir jetzt Messi 5, Messi 6. Hier ist auch noch das Bild mit uns beiden eingeklappt. Ich finde auf jeden Fall, der Flur ist perfekt, damit diese 3 Trikots zur Geltung kommen. Das ist auch ganz geil. Hier in der Decke sind auch noch so Spotlights. Und, bleib mal da, Maxi. In der ganzen Wohnung kannst du die Lichter halt dämmen, so stark oder so schwach, wie du sie halt eben haben möchtest. Dann haben wir hier 4 weitere Messis. 1, 2, 3, 4. Legendäre Torjubel hier in Klassikos oder hier das auch gegen PSG beim 6:1 Comeback. Und hier natürlich, zack, auch sein Signature-Move. Aber das muss ich jetzt auch zeigen, Bro. Die Tattoos nochmal, ne? Ja, eigentlich schon. Ja. Gehört ja auch dazu. Ich bin ja gerade in der Wohnung. Da ist noch eine Medaille vom Illigella Cup, Freunde, als ich den gewonnen habe, den ersten im Audi Dome. Und das ist noch eine Medaille vom WM-Finale, habe ich mir so Replikas gekauft. So, und dann kann man das auch noch zeigen, Maxi. Schau mal, das sind auch so Einkerbungen. Das war echt geil, weil der Mann, Leute, von der Eigentümerin, der ist Architekt. Und man merkt es halt, dass da halt sehr viel Liebe im Detail ist. Das geht so komplett so drumherum ums Wohnzimmer. Und ich sag's euch ehrlich, ich bin kein großer Fan von LEDs. Das ist nur so ein bisschen bei mir im Gamingzimmer. Aber so schöne indirekte Raumbeleuchtung feiere ich hart. So, und hier ist eigentlich schon das Schmuckstück, Maxi. Die Perspektive ist auch wunderschön. Ja, die sieht geisteskrank aus. Da ist auch noch ein echter Kamin, Leute. Den habe ich auch noch nicht angemacht. Weil da musst du halt so Schutzplatten drumlegen, das ist dann schon ein bisschen ein kleiner Act. Aber ich denke, dieses Weihnachten ist mal soweit dann. Hier haben wir einen Couchtisch mit dem Sofa. Das finde ich eigentlich auch ganz geil. Warte mal, wo ist denn das? Hier, schau mal. Wenn man jetzt auch mal hier essen möchte am Fernseher, kann man einfach zack, hochmachen. Und dann hast du
quasi so 2 in 1. Und ja, die Couch heute, das ist halt hier eigentlich auch das Herzstück vom Wohnzimmer. Die verändert sich auch, je nachdem wie viel Licht auf die drauf kommt, dann schimmert dieser Farbton so mäßig ab. Hier, man erkennt es hier schon mal, hier wird sie dunkler. Genau. Mal, guck mal. Abends wirkt die dann direkt heller. Abends wirkt die dann auch nochmal ganz anders. Max, du kannst ja mal von hinten zeigen. Du kannst dich halt von überall so drauf chillen. Ich finde, die sieht auch von jeder Seite ziemlich geil aus. Wir zeigen euch aber eh gleich alles nochmal, Leute, wie die Wohnung auch bei Nacht so wirkt. Dann haben wir hier die Küche mit so einem Bartisch. Hier auch so ganz coole Lampen, Digga. Finde ich eigentlich auch ganz nice. Kannst auch so Höhe verstellen, je nachdem, wie du Bock hast. Und ja, der Fernseher, Leute, und die Küche, das war alles hier schon eingebaut. Nutze ich jetzt ehrlich gesagt nicht so oft. Meistens, wenn ich hier bin, bestelle ich halt was, einfach Sushi oder so. Oder wenn meine Mutter mal mir Pelmenis quasi vor, wie sagt man, knetet. Ja, da muss ich die halt nur ins heiße Wasser schmeißen, ne? Da sind sogar welche. Zack. Pelmeni, Digga. Aber ich finde es eigentlich ganz geil mit dieser ganzen clean Fläche. Und ja, alles ist da, was man braucht. Ich kann euch aus Privatsphäregründen nicht den Balkon zeigen, aber der ist auch riesig. Der geht bis ganz nach hinten, richtig schön. Und ja, hast halt hier auch so elektrische Jalousien, alles drin und dran, das kannst du halt alles verstellen. Und ja, ein bisschen Pflanze ist hier noch, das ist natürlich auch noch richtig, richtig cool, Leute. Dieses Lowboard, aber ich war so froh, als ich das entdeckt habe, weil da drinnen, Leute, wenn ihr mal jetzt drauf achtet, da ist nämlich so ein Baumstamm, der sieht bei Nacht richtig geil aus, weil der auch dann so gräulich beleuchtet wird und der passt dann auch perfekt zur Couch. Der Goku, oh Digga, da sieht man auch noch sein bestes Stück. Die Yu-Gi-Oh-Karte, so eine Yu-Gi-Oh Silberkarte für die Kenner. Und hier ist noch ein Camp Nou, Maxi. Und da drin ist nochmal die WM-Medaille. Und jetzt no joke, dieser Rasen, das ist echter Camp Nou-Rasen, als ich den mal gemäht habe. Ja, was haben wir hier noch? Ein paar Deko-Gegenstände. Mein Buch, Leute, von damals. Der WM-Pokal, der fast 1:1 so viel wiegt wie der echte. Die dürfen den halt nicht genauso groß machen und so schwer wie das Original, weil sonst gilt es als Plagiat. Aber ist quasi schon originalgetreu, also mit einer Hand. Ja, ist schon schwer, Digga. Dann habe ich hier noch was extra aus dem Bankschließfach geholt, Leute. Und zwar eine Ronaldo-Karte aus dem Jahr 2008, also mit seinem alten Trikot-Design, wo er das erste Mal Ballon d'Or gewonnen hat, mit Unterschrift. Gibt's nur einmal auf der Welt. Die Karte habe ich zusammen mit dem Tone ungegradet gekauft, haben die dann nach Amerika geschickt zu PSA, die Karte halt nach Qualität und so bewerten. Und nach 8 Monaten kamen die zurück und es ist einfach eine 10 geworden. Das heißt, sie ist jetzt circa 3-mal so viel wert. Man kann es aber jetzt nicht genau beziffern, weil sie halt nur einmal auf der Welt gibt. Aber wir werden die auf jeden Fall lange behalten. Und ist hier so ein kleiner Schatz, der aber eigentlich nicht hier steht. PlayStation 5, hier ist noch so eine kleine Beschiktas Taschenuhr, so ein, wie sagt man, Duftbaum? Nee, ein Duft. Ja, ähnlich so. Also eigentlich sind da halt so Duftstäbchen, aber die haben das ganz cool gelöst, da ist so ein Gorillakopf drauf und aus dem kommt dann der Duft raus. So, hier ist der Eligella Wintergames Pokal, den vom Eligella Cup musste ich abgeben, weil das ein Wandertrophäe ist, den durfte ich behalten und hier haben wir wieder ziemlich geile Sachen. Die Messi-Schuhe, das ist das nächste Mal, ich weiß jetzt gar nicht, wo wir sind, beim Counter. Warte mal, ich kann die mal rausholen hier. Die hat mir der David customized, Leute. Das ist alles hier hand drauf gemalt, auch mit so Blattgold unten. Das sieht richtig geil aus. Hier ist das Datum, wo ich ihn getroffen habe damals, der 25.11.2021. Das habe ich mir hier auch drauf tätowieren lassen. Hier sind halt alles noch so Sprüche, wie er halt genannt wird, sein Spitzname. Und auf jeden Fall richtige Traumschuhe. Hier drunter ist auch noch so ein kleiner Champions League Pokal mit einem Messi-Unterschriftsball. Zählt das jetzt auch dazu zum Counter? Ich weiß nicht. Ja, eigentlich schon, ne? So, Leute, hier ist noch die PlayStation 3 drinnen. Mit der habe ich damals angefangen, meine ersten Gameplays aufzunehmen. Also hier drauf hat die legendäre Black Ops 2 Zeit angefangen. Der alte 100K-Button noch und hier noch die BO2 Hardened Edition. Das erinnert mich quasi immer so an den Anfang und BO2, never forget. Deswegen haben wir hier auch den SCUF-Controller, ne? Hast du die Pflanze gezeigt? Genau, hier ist die Pflanze. Auf die bin ich stolz. Das war's eigentlich vom Wohnzimmer. Hier haben wir noch ein kleines Display, Leute. Das ist ein Kaliber von der Patek Philippe Uhr. Ich bin ja voll der riesen Uhren-Fan. War auch im Museum in Genf. Und das ist einfach nur so ein Hobby, wofür ich mich sehr interessiere. Maxi, bist du bereit? Geht's jetzt weiter hier? Let's go! Das ist auch ganz geil, Freunde. Das haben die richtig gut gelöst, die Eigentümer. Mit diesem riesigen Spiegel und dahinter befindet sich einfach der Router. Brauchst du jetzt nicht unbedingt, muss ich mal ein bisschen, ist da irgendeine Adresse oder so? Nee, ne? Ja, alles gut. Ich muss dazu sagen, Leute, dieser Teppich, der sollte eigentlich nicht hier hinkommen. Ich habe nämlich einen Teppich bestellt, der von dort anfängt,
bis ganz nach hinten so ein 1x10 Meter Läufer. Ich warte auf den seit 8 Monaten und auf einmal ist einfach die Firma, so ein großes Möbelhaus in München, insolvent gegangen. Ja moin Digga, jetzt wird die übernommen von einer anderen Gesellschaft und ja, angeblich soll es jetzt in 2 Monaten kommen. Und dann kommt der hier auf jeden Fall raus und dann so ein schmaler, cooler Teppich hin. Auch mit so einem ähnlichen Muster wie der hier, so gräulich beige. Die Einbauschränke, Leute, das war auch alles schon in der Wohnung. Ich lege keinen großen Wert, Freunde, auf Klamotten, sage ich euch ehrlich. Das sind alles uralte Schuhe. Hier sind auch so ein paar Customized Air Force. Das kann ich euch noch zeigen. Oh, 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 da ist noch ein Messi. Ich befand mich auf dem Rückflug, Leute, von USA nach Deutschland. Habe mir dann WLAN gekauft auf 10.000 Meter Höhe. Log mich auf Insta ein und sehe vor 2 Minuten Adidas Football, neue Post, neue Messi-Schuhe. Ich gehe sofort drauf, bestell. Nach 10 Minuten weltweit alles ausverkauft. Mit den 3 Sternen, Goat-Symbol. Das sind die After World Cup Winners-Schuhe. Auch mit so einem richtig geilen Gold. Einer der geilsten Messi-limitierten Schuhe. Hier auch nochmal mit der Nummer 10 hinten. Also ich feiere die brutal, Alter. Ich weiß nicht, ich glaube, die werden jetzt auch schon fürs Dreifache oder so gehandelt auf eBay. Crazy. So, dann haben wir hier insgesamt 4 Räume noch. Fangen wir mit dem unspektakulärsten an. Das ist das Gästezimmer. Da sind einfach ein paar alte Möbelstücke von mir drin, Freunde. Die alte Couch, auf der ich mal gepennt habe. Das wollte ich eigentlich noch austauschen mit einem richtigen Gästebett. Muss ich noch machen, aber ich finde die eigentlich auch ganz bequem. Hier ist auch wieder so ein Einbauschrank. Ja, und sonst. Das kuschelt hier, Freunde. Das habe ich seit meiner Geburt. Das ist auch schon 26 Jahre alt. Heißt Antoscha. Übersetzt heißt das kleiner, süßer Anton. Das ist mein Hauptbadezimmer, Freunde. Auch wieder mit so einem riesen Spiegel und ja, das brauche ich euch jetzt, glaube ich, nicht unbedingt zeigen. Ich kann euch vielleicht mal mein Lieblingsparfüm vorstellen, was ich gerade so aktuell benutze. Kierke. Oh, Digga, mir taugt das richtig, ne? Riecht es gut, machst du dich? Ja, okay. Ist gut, ne? Ansonsten, ja, richtig große Badewanne. Manchmal, wenn ich die Zeit auch für mich selber finde, dann lege ich mich da auch ganz gerne rein. Die Keramik, das ist auch, kann Max mal zeigen, das haben sie ganz gut gelöst. Hier ist nämlich so ein kleines Fenster, damit auch Tageslicht. Warte, wir müssen die andere POV gucken. Ja, da durchkommt. Aber der Nachteil ist, dass halt, wenn Leute da vorbeilaufen, mich auch beobachten können. Also wenn er jetzt aufs Klo gehen würde, könnte ich hier einfach mal kurz reinlutzen, wie er hier hockt. Digga, ich sehe das jetzt. Da ist noch so ein Ultra-Instinct-Duftbaum oder wie das heißt. Die wenigstens gut. Der ist echt geil, ja. Ja, hier oben sind auch wieder so Spotlights, Freunde, das ist auch ganz geil. Da sind auch wieder so Einkerbungen, das kannst du auch alles so dimmen. Also richtig, richtig fresh, Digga. Mein Schlafgemach, ne? Da fühle ich mich auch sehr, sehr wohl, Freunde. Ich hatte das sieht unheimlich gemütlich aus. Ja, ich hatte ziemlich Struggle, Leute, teilweise mit Schlafstörungen und so, weil ich mich halt geistkrank überarbeitet habe durch die ganzen Reisen und deswegen habe ich mich auch entschieden, hier keinen Fernseher oder so dran zu kloppen, sondern einfach nur ein bequemes, schönes Bett. Das ist auch ziemlich hoch und hier rechts und links sind auch noch so flauschige kleine Teppiche, Digga. Hier noch so ein Ding halt, so ein, wie heißt das, so ein Schlafhocker, keine Schlafhocker, wahrscheinlich schläft man drauf, ne? Genau, hier noch ein bisschen Abstellfläche, ne? Barca, Steckerchen, PSG-Massagepistole. Kann man sich auf jeden Fall nochmal gut gehen lassen. Aber die ist echt richtig gut. Ist auch mit Bayern lizenziert und Paris. Hier wieder so ein weißer, großer Schrank, Freunde. Ja, oder besser gesagt Markenbotschafter Nummer 1 Schrank. Hier sind eigentlich hauptsächlich nur Elevate-Klamotten oder auch mal von Willi was dabei. Ja, das ist nice. Schau mal, das ist sogar noch verpackt, Digga. Ey, zu viel! Aber die Cargo, auf die warte ich noch, Bro, die habe ich nicht bekommen, ja. Also, ich habe dann angefangen, Leute, mit YouTube mit Call of Duty Videos und tatsächlich spiele ich auch mittlerweile wieder so ein bisschen, aber halt quasi privat, für mich, so als Ausgleich. Und das ist mein Gaming-Arbeitszimmer. Und bevor jetzt die Leute sagen, Alter, Anton, was bist du eigentlich für ein Vollnerd? Ich glaube, es wird auch einige überraschen, die mich nicht immer auf Insta verfolgen. Let's go! Und zwar, ja, das ist ja noch normal. Wir haben ein Dragon Ball Display mit Goku als Kind, Messi, als er klein war, im Newell's Old Boys Shirt und dann bei Barca. Das Bild ist auch noch von Alio gezeichnet. Hier haben wir den Gönnergy-Koffer. Ja, hier im Schrank sind schon mal zwei Stadionfreunde, das Camp Nou und das Bernabeu. Hier bin ich noch als kleines Kind, Digga. Freestyle King oder was? Oder hier mit meinem Vater auf dem Bolzplatz damals. Hier noch so ein paar Fußballsammelkarten. Ist auch ganz geil. Iniesta gibt es auch nur 10-mal auf der Welt. Einer meiner All-Time-Lieblingsspieler nach Messi. Hier auch noch ein paar Yu-Gi-Oh! Karten,
Lewandowski, Musiala. Oh, schau mal. Hier hat er sogar auch für Anton unterschrieben, der Jamal. Grüße gehen raus. Ansonsten ist hier halt noch so Kamera-Equipment, Steuerunterlagen. Ah, aber das kann ich zeigen. Safe, meine Trikotsammlung. Ich glaube, es wird ein paar interessieren. Ich muss dazu sagen, ich hätte eigentlich noch viel, viel mehr, aber ich habe in der Vergangenheit immer mal wieder welche verschenkt oder verlost. Allein die ganze Schachtel, Leute, ist voller Matchschale von Stadionbesuchen. Ja, das ist eigentlich schon mal ein No-Go. Schalke-Trikot und Dortmund nebeneinander. Einmal hier von Tom und von Adeyemi. Haben wir hier Kane. Und dann geht's halt weiter, ne? Messi, Draxler, auch mit Unterschrift, Argentinien, World Cup Edition mit dem Badge. Messi natürlich, Besiktas, Galatasaray, auch Sinan Gümüş Match Worn, Cristiano Ronaldo von Man U, Tom Brady, FC Barcelona 2005 Season mit Ronaldinho, dieses Neon-Gelbe. Auch ein ziemlich seltenes Trikot, das ist auch ganz geil. Classico Edition Shirt, Griezmann in Liebe auch für Anton. Als ich das Interview mit ihm hatte, habe ich mir das abgesneakt. Das ist auch cool. Von der Sextuple-Saison für Anton und da hat der Präsident von Barca, der aktuell unterschrieben, der Laporta. Und ansonsten, oh, das ist noch geil. Mein allererster Stadionbesuch, Freunde, als Messi im Halbfinale der Champions League das Chip-Tor erzielt hat gegen Neuer, wo Boateng so umgefallen ist. Und es war mein 400.000 Abonnenten-Special, daher auch der 400er-Vlog. Und das Trikot habe ich damals verlost und das hat ein Abonnent dann einfach Jahre später bei eBay reingestellt, irgendwie für 500 Euro. Ich habe ihn sofort angeschrieben, haben wir uns auf den Preis geeinigt, habe gesagt, ey Digga, bevor du es an irgendeinen Random verkaufst, gib's lieber bitte, oder gib's lieber mir. Und deswegen hängt es jetzt mittlerweile wieder in meinem Schrank. Okay. Da steht erstmal noch mein alter PC, Leute. Und hier eine riesige Vitrine voll mit Dragon Ball Figuren. Mache ich auch gleich mal an, Leute, das Licht. Die ganzen Dioramas, die ihr da drin seht, Freunde, das hat ein Peruaner monatelang gebastelt. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was da für eine Mühe und Aufwand dahinter stecken. Das Kami-Haus, der Planet von Meister Kaio. Und hier ist noch ein riesiger Life-Size, auch mit Ultra Instinct. Maxi, Alter, pass mal auf die Vitrine auf. Genau, und da auch nochmal so eine andere Büste. Das eine Kabel, was da hinten ist, das muss ich noch so ein bisschen schöner verstecken. Aber ansonsten ist eigentlich alles fertig in der Wohnung. Aber ihr seht, wie riesig der ist. Da auch noch ich als Ultimate-Team-Karte, PS5 am Start. Das ist mein Setup hier mit dem Gaming-Stuhl. Da hat meine Mom das von einem alten Barca-Trikot noch so ausgeschnitten und draufgenäht. Und das Setup ist ja auch richtig clean, Leute. Das kann man halt hier alles so bewegen. Also hier manchmal arbeite ich oder halt Sock für mich. Auch noch so coole Lautsprecher, Leute. Hier ist auch noch so ein Bärchen-Digger von Elevate. Mein alter Ska-Freunde mit meinem Gaming-Logo. Und Marcel noch. Das Bild feiere ich auch übelst. Sieht eigentlich aus, als ob ich so Red Bull Ambassador wäre. Nee, genau, das war eine LAN, die wir damals Just for Fun mitgezockt haben, zu 18. Hast du nicht noch was vergessen an deinem PC zu zeigen? Mein PC? Oh, da drin ist noch ein Messi, stimmt! Digga, den hätte ich fast vergessen. Das ist auch richtig geil, Leute, da ist die fetteste AMD-Grafikkarte drin, CPU. Macht richtig Spaß, damit knapp 300 FPS bei Warzone rumzurennen. So, und jetzt mache ich mal Jalousien runter, weil ich habe hier nämlich alles verbunden mit Philips Hue-Lichtern und mit diesem Controller können wir die ganzen Lichter alle auf einen Schlag anmachen. Auf der Nummer 1 geht es alles gleichzeitig an und zwar BAM! Let's go! Jetzt können wir mal auch hier, warte mal, dann sieht man es auch noch mal ein bisschen besser. Die ganzen Szenen, boah Digga, das feiere ich eigentlich mit der meisten, ne? Der Dragon Ball Super Park. Wenn ich aber zocke, Freunde, lasse ich die großen Vitrinen aus und mache nur diesen Part hier an. Bam. Genau. Also nicht zu viel, nicht zu wenig, aber kommt halt richtig geil rüber hier mit den Ultra Instinct Farben. Sein Gesicht wird auch nochmal so schön beleuchtet. Das sieht dann richtig geil aus und auf jeden Fall gemütlich. Und dahinter auch nochmal so zwei Philips Hue Leisten. Ja. Das war's eigentlich von der kleinen, aber feinen Rundtour, Freunde. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Machen wir noch Verabschiedung im Flur. Alright, Freunde. Ja, lasst einen Daumen nach oben da, bewerten, kommentieren nicht vergessen. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Und ihr könnt ja mal gerne eure Meinung, wie ihr alles so findet oder was ihr vielleicht auch anders gemacht hättet, in die Kommentare schreiben. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Und Messi ist der GOAT.